Hallo und willkommen zu meinem kurzen Review und Fazit zum Daedalic Adventure Etna bricht aus oder im Englischen auch Etna and Harvey The Breakout. Bei Etna bricht aus müssen wir der verrückten Etna und ihrem plappernden Stoffhasen Harvey, den aber nur sie hören kann, dabei helfen, aus der Klapsmühle auszubrechen und zu erfahren, was damals wirklich mit ihrem Vater passiert ist. Wir beginnen dabei in der Gummizelle und haben dann sehr schnell das ganze Irrenhaus für uns zugänglich. Und das macht das Spiel dann auch schwerer als spätere Adventure-Games von Daedalic. Neben einer großen Anzahl von Locations, einer großen Anzahl von Gegenständen, haben wir auch noch 4 Aktionen. Ansehen, Nehmen, Reden und Benutzen, die wir auf jedes einzelne Objekt anwenden können. Wir können dort also wirklich auch jedes Möbelstück ansprechen. Das Erstaunliche dabei? Es gibt für nahezu jede Aktion und jede Gegenstandskombination einzigartige Kommentare von Etna und Harvey dazu, von denen dann auch sehr viele zum Schmunzeln sind. Hallo Tür, wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Zu verdanken ist das zum einen natürlich den Texten selber, zum anderen aber auch der hervorragenden Arbeit der Sprecher. Wäre hier aber auch immer der gleiche Spruch zu hören gewesen, wäre das Spiel allerdings vermutlich auch schnell etwas langweilig geworden. Die Rätsel sind so zum größten Teil logisch, allerdings gibt es auch eine Handvoll weniger logische Rätsel und die ein oder andere Stelle, in der ich und auch andere, wie ich an deren Let's Plays gesehen habe, nicht wirklich wussten, was denn nun eigentlich das Ziel ist, sodass man dann etwas wahllos Dinge ausprobiert. Nicht hilfreich ist dabei auch, dass das Spiel fast direkt am Anfang auch offensichtliche Fehler hat. Licht aus. Licht aus! Wird's bald. Na bitte, geht doch. Zwar sind das keine GameStopper, aber das weiß man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Und so denkt man sich auch später im Spiel noch, soll das so oder ist das ein Fehler? Man kann sowohl an der Struktur des Spiels als auch an der Technik des Spiels stark erkennen, dass es Daedalics Erstlingswerk ist. Ich vermute, dass man bei der Entwicklung sich zunächst sorgenfrei die ganzen Sprüche ausgedacht hat und dann erst gesehen hat, wie viel Arbeit das Ganze doch verursacht und wie ineffektiv es schlussendlich ist, da ja nur ein Bruchteil der Spieler große Teile der Sprüche überhaupt zu hören bekommen wird. Für den Spieler natürlich nicht zum Nachteil. Bei der Technik wiederum sieht man schnell, dass Etna bricht aus, auch die Standards vom Erscheinungsjahr 2008 nicht wirklich halten kann. Die Grafik ist hier nicht nur ein sehr simpler Zeichenstil, wie man ihn bei der Fortsetzung namens Harveys neue Augen sieht, sondern die Zeichnungen sehen an einigen Stellen schlicht billig und stümperhaft aus, gerade wenn sich Personen im Spiel bewegen. Hallo Etna, ich kann dein kaputtes Stuhlbein säubern. Lass mal. Blitzi spitzi glitzi blank, funkel spunkel munkel. Ich sagte, lass mal. Hinzu kommt die Maximalauflösung von 800x600 Pixeln, sekundenlange Ladezeiten bei Szenenwechseln, die fehlende Unterstützung von Breitbildmonitoren, das Problem, dass sich Notifications anderer Hintergrundprogramme in den Vordergrund schieben und man so aus dem Spiel fliegt, wenn man zum Beispiel gerade eine Mail erhält, die fehlende Unterstützung von einem 2-Monitor-Setup, sodass man bei einem versehentlichen Klick am Bildschirmrand den Task minimiert und an normalen Abstürzen des Spiels hatte ich ebenfalls eine Handvoll. Was nun den schlussendlichen Spielspaß angeht, bin ich etwas zwiegespalten. Insgesamt habe ich mit dem Spiel satte 26 Stunden verbracht, verglichen mit den im Schnitt etwa 10 Stunden der anderen Daedalic-Spiele. Allerdings lag das eben nicht daran, dass die Story so lange wäre, sondern vor allem daran, dass extrem viel Zeit beim Rumprobieren draufging. Durch die vielfältigen Kommentare war das zwar nicht ganz so schlimm, aber das Spiel hatte damit auf jeden Fall seine Längen und persönlich haben mir die neuen Daedalic-Spiele, die etwas straffer aufgebaut sind, besser gefallen. Ich habe daher zwar auch hierzu, wie bei so ziemlich jedem anderen Spiel, das ich zocke, eine Let's Play-Reihe gemacht, aber da auch meine Let's Plays dem Spiel entsprechend sehr langatmig ausgefallen sind, habe ich sie auch nur als ungelistet hochgeladen. Wer es sich also dennoch antun will, kann sie daher ausschließlich über den Link aus diesem Video erreichen. Für eine Empfehlung des Spiels, vor allem für Adventure-Fans, reicht es aber natürlich dennoch und so gibt es auch von mir hier einen Daumen nach oben. Ich brauche keine Therapie. Ich werde das Formular zerschneiden. Ja, schnipp, schnipp, hurra! Und danach schneiden wir unsere Bauchdecken auf. Yippie! Was ist? Warum zögerst du? Ich glaube, ich behalte das Formular lieber.